irgendwie nicht damit gerechnet, dass das so doll ist. Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Mit dabei, mein guter Freund Jonas. Hallo. Ihr kennt ihn aus Erfolgsvideos wie zum Beispiel... Oh, man kennt dich gar nicht. Jonas hat sich was Tolles überlegt, denn wir werden heute ganz viele scharfe Sachen essen und dann wahrscheinlich sterben. Yay! Scharf ist gesund. Warum machen wir das? Wir machen das. Wir haben uns aber überlegt, man darf sich quasi eine Sache aussuchen und dann die Menge, die man selber nimmt, bestimmen und die muss der andere aber auch nehmen. Richtig. Wie kannst du so mit Schärfe? Wir fangen mit gemütlich an. Wir fangen mit den Chips an, wir machen deine Dip. Stufe 1. Was ist das? Chio Tortilla Chips. Und heißer Dip. Weil das Stufe 1 ist, gebe ich jetzt vor, wie viel ich davon nehmen würde, ne? Lecker. Mama hat gekocht. Stößchen, ne? Stößchen. Vier aber. Oh, shit. Die ist wirklich nicht scharf. Da haben wir auch wirklich Zucker reingefüllt, so schmeckt die. Weg, lame, next. Hier wird nichts übrig gelassen, ne? Genau, wir müssen alles. Was kommt als nächstes? Sag mal, was hast denn du für Mimöschen-Getränke jetzt hier ausgepackt? 3, 2, 1, fang. Stufe Nummer 2, Life Fresh Ingwer Drink. Mehr als Funktion. Das kann schon mal mehr als du. Also scharf. Der Löffel dagegen ist scharf. Weißt du, was du dafür kriegst? Ein Finger in deiner Milch. So. Why are we still here? Nee. Wäre nicht das Schlimmste, was ich jemals getrunken habe. Oh nee, Alter, Fruit Punch ist einfach kein Fruit Punch, ist einfach Badewasser, Nico. Was möchtest du denn Schönes haben? Was Scharfes. Also unser. Löwensenf! Oh mein Gott! Extra scharf! Endlich was Deutsches! Deutsche Löwen! Deutsch! In Deutschland gibt es gar keine Löwen. Muss man mal so ein bisschen sich überlegen, wie viel. Da oben ist halt so Öl abgesetzt. Das ist das scharf. Rühr das schön rein. Das ist nicht ganz mega voll, aber es ist schon ein guter Löffel. Löwensenf! Löwensenf! Für die Deutschen. Oh ja. Oh, der hat aber eine Ich hab irgendwie nicht damit gerechnet, dass das so doll ist. Nee, ist gar nichts. Ich kann gar nichts spüren. Und du? Wirklich null. Lächerlich. Der Erste, der an die Milch fasst und die trinkt, ne, hat verloren, by the way. Okay, wenn du eine Sache nicht machen kannst, weil ich am Tisch sitze, dann sind es irgendwelche Wetten aussprechen. Ja, ausgesprochen. Ich wette, dass ich der Erste bin, der dem anderen 100 Euro gibt. Schneller hast du noch nie Geld ausgegeben. So schnell habe ich noch nie Geld gehabt. Was kommt als nächstes? Chili Mix Tricolor. Das sieht man auf der Entfernung bestimmt nicht, aber ich habe noch nie so eine faltige Chili. Das ist wirklich Reste ficken, Alter. Die sieht aus wie mein Opa, wenn man dem die Unterhose gewechselt hätte. Das sieht aus wie mein Opa, wenn man dem die Unterhose gewechselt hätte. Was ein Witz, genau. Das mache ich ja sonst auch. Ja. Weil du schreibst ja auch für meine Leute. Im Schnitt falle ich raus, ich sehe das schon. Weiter. Komplett und dann richtig kauen oder weg? Richtig schön kauen. Wir sind hier für scharf. Also, außen schmeckt die halt giga nach Paprika. Mhm. Innen nicht mehr. Ich glaube, ich habe Glück gehabt. Irgendwas passiert einfach. Ich habe doch kein Glück gehabt. Wir haben mal die Soße, wenn wir die hier haben, dann ist die Chili da. Jetzt ziehen wir alleine um. Nee, nee, die ist wieder runtergekommen. Tabasco! Einfach nur Tabasco? Oh, ich darf mir aussuchen, wie viel wir davon nehmen. Also McIlhenny's Corporation Tabasco Peppersoße. Wer? McIlhenny. McIlhenny. Anemone. Sag nochmal. Sag mal Massachusetts. Massachusetts. Jetzt ordentlichen Schuss. 1, 2. Oh. Oh. Das würde ich sagen, ist fair, oder? Das ist alles? Jo. Das ist eine unangenehme Schärfe an meinem Gaumen. Ist das einfach ein Gewürz? Ja, das ist einfach nur reine Chiliflocken, die hast du jetzt gerade gepackt. Warum würde ich sowas tun? Guck mal, so ein Deckel, der ist ja für Lutscher. Deswegen machen wir das jetzt ganz einfach. Komm mal her. Das ist ja auch unfair. Du konntest ja richtig entscheiden, erstmal was. Nein!
Stopp! Wir essen das ja beide. So ein schöner gestrichener Löffel. Das ist wie wenn man backen muss, wenn da der Vanille. Bist du bescheuert? Ich will erst sehen, was passiert. Du bist nichts wert. Ist das actually okay? Wie soll ich das schlucken? Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Mit Milch. Mach mit Milch. Ich nehme die Milch. Ich nehme die Milch jetzt. Da kannst du die Milch selber trinken, wenn du willst. Ist es scharf oder ist es okay? Der Mund war offen, wir haben so Flammen gespürt. Das fand ich jetzt lecker. Was mache ich denn nochmal? Das ist eine schöne Konsistenz, nicht wahr? Nicht kotzen. Kennst du das, wenn man Sand isst? Wir waren dumme Kinder, du warst... Oh mein Gott! Spürst du nix, Alter? Ist das schon tot bei dir? Wie alt bist du da mal? 23. Hast du dir irgendwie die Fresse weggelasert? Das war mit Abstand das Schlimmste bis jetzt. Okay. Du bist jetzt dran. Deine Hunde ist dran. Gib mir das Nächste. Was möchtest du haben? Mir egal. Wie wär's denn mit der guten alten Sriracha? Willst du die jetzt direkt auf den Löffel machen oder kurz warten? Nee, mach die direkt auf den Löffel. Da kannst du mich am Arsch lecken. Das ist ja schnell... Das war echt schön. Ist das dein Ernst? Ja, ja, da kommen jetzt eine Menge drauf. Ich meine, so scharf ist sie nicht. Bist du lieber der Kleine dafür oder der Große? Da ist eine Chili-Flocke in meiner Lunge. Oh nein, das ist ja ganz traurig. Stößchen. Die ist nicht scharf. Im Vergleich zu allem anderen ist das Ketchup, Alter. 61% Zucker. Chili. Und Zucker haben wir davon 22 Gramm auf 100 Milliliter. Was ist denn mit Soßen nicht richtig? Wenn du hinten auf Soßen guckst, das ist insane, was da drin ist. Hast du mal auf Ketchup geguckt? Nicht so oft. Ketchup sind irgendwie 30 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Also im Prinzip kannst du auch Honig einfach rot einfärben, da hast du Ketchup. Eine Tomate ist schon was anderes als eine Biene, ne? Aber von was Scharfen machen wir jetzt direkt einen Abstecher zu was richtig Cutem. Oh, wie süß, ein Häschen. Oh mein Gott, was ist das? Wo hat der Osterhase seine Eier dafür versteckt? Und damit herzlich willkommen bei der Scary Bunny Week von Just Legends. Bis zum 18.04. gibt's da crazy Rabatte und exklusive Produkte abzustauben. 35 Euro Einkaufswert bedeutet ein schrecklich süßes Sticker-Set. Und ab 50 Euro gönnt euch Just Legends sogar den Scary Bunny Shaker. Und der ist gruselig. Aber geil. Klick auf den ersten Link unter dem Video und gönn dir die Performance Booster Milkshakes, Energy Bites oder was auch immer dir gefällt. Das Ganze funktioniert ohne Code und dein Extra erscheint automatisch im Warenkorb. Aber Achtung, alles streng limitiert. Die Zeit läuft. Tick, tock. Außerdem gibt es eine 2 für 1 Aktion. Heißt, pack 2 der folgenden Booster- oder Milkshake-Geschmacksrichtungen in deinen Warenkorb und bekomm einen Tab davon gratis. Watermelon, Lemon, Milkshake, Hazelnut, Milkshake, Salz, Karamell, Milkshake, Eiskoffee und Whiteberries. Und das Geld. Zum Beispiel 4 Tabs für den Preis von 2, 6 für 3 und so weiter. What the hell? Dafür braucht ihr allerdings dann doch einen ultra geheimen Code, den ich jetzt hier in diesem Bild versteckt habe. Na, schon gefunden? Ganz schön scary, oder? Lasst euch das nicht entgehen. Erster Link und so, ihr wisst Bescheid. Und jetzt wird's wieder scharf. Mit ein bisschen... Ich muss mal ganz kurz... Moment. Mit ein bisschen Moment. Kimchi. Die gesamte Ost... Oh! Oh mein Gott. Gib mal die Nase. Oh mein Gott. Kimchi. Das strandet Kimchi täglich. Ich höre nicht mehr, was du sagst. Hallo? Hallo. Meine. Woher kommen diese Stimmen? Also, actually geht's mir noch okay. Ich hab gedacht, es wäre schlimmer. Ja, so ist okay. Bis jetzt so ist, okay. Die Sriracha. Wir warten auf das große Finale. Ja, Achtung, du darfst ja bestimmen wieder, was jetzt hier auf meinen Löffel kommt. Das isst du. Wir haben leider keine 2 Dosen, es tut mir jetzt leid. Ich habe die Regel ja nicht gemacht. Gib mir jetzt die Hälfte davon. Hau mal auf. Wir essen das jetzt auf. Du hast das alles ausgehört. Wir sind hier beim Alternativ, wir verschwenden nicht. Das ist ja ein spannendes Video. Ist das jetzt mal? Ah, ist der mehr noch? Gefällt dir das? Der ist null scharf. Ja, komm mal, direkt aufhören zu essen, da ist ja gar nichts. Also, es tut mir schrecklich leid. Oh, du machst das falsch. Da hast du recht, so benutzt man das gar nicht. Du musst es noch verfeinern. Nee, mach doch nicht nutzen. Na, dann machst du es hin, ne? Stimmt. Willst du noch? Nein, danke, ich hab noch. Okay. Und wenn du das sagst. Der ist ganz schön trocken. Das stimmt. Ich liebe, dass mir die Nase so läuft. Beim Essen was Kimchi. Oh Gott. Wollt auch ihr. Wollt auch ihr wissen, wie man gutes Kimchi zu Hause macht? Folgt jetzt Maikes Kochblog. Mama, ich hab fertig, ich möchte nicht mehr. Du wärst erst gegangen, weil der Teller leer ist. Ich schreibe jetzt auf!
Ja, du machst mal ein bisschen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe einen roten Fleck im Rachen, so tief wie du mir die Paprika eingesteckt hast. Ach komm, das kennst du doch schon. Oh, du hast Opa! Das ist ja voll viel. Ich bin satt. Okay. Mir geht's nicht mehr so gut. Du wärst denn noch mal... Ja, was zum Runterspülen, sagst du? Was zum Runterspülen, eine Kleinigkeit. Nochmal, Ingwerschot war ja nett. Ingwerschot war okay. Ja, ich habe einen Fehler begangen. Schärf, finde ich, angereichert. Der schmeckt doch lecker. Das war ganz viel. Oh mein Gott, Alter, ich habe richtig so Geisterbilder, Alter. Houston, wir haben ein Problem. Space nix. Gehst du an die Milch? Nein, ich kann nicht. Gehst du an die Milch? Ich bin nicht schwach. Probier die Milch. Ich bin nicht schwach. Die Milch ist bestimmt auch scharf. Ehrenjäger. Nee. Wo wir gerade bei scharf sind, welche deutsche Creatorin oder innen findest du denn scharf? Schon. Wer ist scharf? Du. Oh mein Gott, ich will die Milch trinken, aber ich will dich verlieren. Du trinkst keine Milch. Du trinkst Milch. Milch gibt es erst nach den Bonbons. Hä? Chili-Bonbons. Da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Das ist die Schärfeskala geht bis 10 und es geht darum, wer das Bonbon am längsten im Mund behält. Aber das Brot, darum haben wir nicht gewettet. Ich bin nicht schwach, wenn ich das esse. Du Arschloch. Nicht für Kinder geeignet. Dann bin ich raus. Du nimmst das andere grüne. Tschüsschen. Ja, ein leckeres Bonbon einfach nur. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein bisschen scharf ist oder nicht. Oh. Ich spüre gar nichts mehr in meinem Mund. Sind die vielleicht doch unterschiedlich scharf? Meine ist actually okay. Wenn das der unterschiedlich scharf ist, dann guck mal hier, kriegst du noch so ein. Okay. Und dann noch Jellybean dazu. Okay. Den Jellybean, den kaue ich jetzt, ne? Oh! Ist nicht umsonst rot, Jonas. Wahrscheinlich ganz chillig, oder? Verstehst du? Weil chillig. Wir können nicht beide pusten. Ich möchte nicht mehr. Dann spuck aus. Spuck du aus. Spuck du aus. Nicht sterben. Doch sterben, das ist gut für die Klicks. Das runde, grüne Bombe. Oh, ich kann nicht mehr reden. Ja. Ah, für Brot fressen! Okay. Das ist nicht schön. Ich gebe auf. Nee, doch nicht. Next. Kommen wir doch mal zu dem Grund für dieses Video. Toll. Very Hot 9.21. Eine geliebte Freundin. Freundin. Die persönlich. Warum schreie ich? Ich kann nicht mehr nicht schreien. Aufmachen, essen. Mehr Power habe ich nicht. Oh. Was machen wir als nächstes? Stop! Oh mein Gott, you did it. Du bist, das hat eine du bist sehr stark. Augenhand. Mach mal nur das ab. Also deine Freundin hat die mysteriöse Chili eingelegt. Weißt du denn, wie scharf die sind? Hat die selber... Oh nein. Nein, ebenfalls wichtiger Teil der Geschichte. Sie hat schon erzählt, die kommen alle von der gleichen Pflanze. Aber es gab verschiedene Gläser. Und einige Leute haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ist mega süß. Und andere Leute haben gesagt, die sind tot. Die haben gar nichts mehr gesagt. Also das ist traurig, eine traurige Geschichte jetzt irgendwie hinten raus geworden. Holst du neue Löffel? Das ist Cheaten, finde ich. Du hast als erster jetzt die Milch berührt. Wenn du den in den Mund nimmst. Was machst du jetzt? I cannot compute. Ich hol mir neue Löffel, du Arschloch. Ich habe keinen Löffel gefunden. Aber was hältst du davon, wenn du einen Strohhalm benutzt? Und so ein bisschen was daraus trinkst? Das finde ich eine tolle Idee. Gut, dann hol ich dir einen neuen Löffel. Ich sehe, wie es weniger wird. Warum würdest du das machen? Du spuckst es wieder zurück. Hier, jetzt lassen wir auch mal, dann bist du richtig süchtig. Oh Gott, die Schärfe kommt hinterher. Oh, das schmeckt aber ganz gut. Das ist so scharf. Ich mag deine Freundin nicht so gerne. Wird nach hinten raus ein bisschen scharf. Meine Peperoni mit Gürkchen. Das ist ein Dreiviertel Burger. Töschen. Oh, nein, das ist nicht gut. Oh. Es ist sehr sauer. Aber scharf war es nicht.
Nee, Peperoni geht nicht. Das Süppchen war... Wenn du das jemandem in die Augen kippst, dann ist er wie Loki. Danke nochmal, Grüße gehen raus an Valentina. Danke, Margot. Margot? Das ist doch, den habe ich bei Elden Ring besiegt. Halt doch mal dein Maul, hör auf, die Realität mit Spielen zu vermischen. Wie heißt sie? Danke, Maddie. Danke, Maddie. Kommen wir doch mal wieder zurück zur Chili Factory. Mit wunderbarem Chili Roulette. Zutaten? Mein Gott. Chilis aus Österreich. Apfelsaftkonzentrat. Du isst schon wieder Brot. Nein, das will ich niemals machen. Ich glaube, dass da ist. Ich mach ein Stück. Bah, das riecht nicht, als wäre das ist nicht mehr gut, oder? Ich will das nicht essen. Nee, das riecht nicht mehr gut. Also so fühle ich mich normalerweise, wenn Nico auf Toilette war. Das ist richtig alt und eklig. Nein! Nicht die! Ich will die nicht essen. Das ist erstmal für dich. Und ich mach mal hier so. Oh. Das wird kein Stößchen. Nur ein Kaum. Oh mein Gott! Oh, isst die, du Arschfick! Fuck. Ich kann die runterlassen. Ich schluck die runter. Na, ich hab gesagt, kauen. Ich hab mir die Nase hochgehustet. Geh mal auf Klo. Alles okay? Ja, aber nein. Jetzt geht's nicht mehr so gut. Oh mein Gott, das brennt in meinem Rachen. Werdet auch ihr YouTuber. Das ist schön. Ich glaube, bei mir ist einfach alles verätzt. Ich spiele gar nichts mehr. Du bist kreidebleich. Du siehst aus wie bei Morbius, Alter. Oh mein Gott, es ist du Opfer! Ja! Ich kann mich gar nicht mehr freuen, Alter. Um das Ganze natürlich auch zu beenden, die gute Feuertaufe. 10 plus Chili-Soße ohne Dickschnack. Ich als einziger Krieger, der hier noch ist, ich gönne mir mal so einen kleinen Nupsi. Und dann sehen wir mal, ob ich danach vielleicht auch mal diese Bauernmilch brauche. Oh shit. Na, wie geht's? Ist gut. Machst du mir bitte ein bisschen Wasser warm für die Rahmen? Denn wir haben noch was für uns vorbereitet. Bulldog, Hot Chicken. Na hey, schönes. Wer bist denn du eigentlich? Wer würde das freiwillig essen, so zum Mittag oder so? Ich bin Luke. Mama hat wieder gekocht. Das ist viel zu viel Wasser, by the way. Das sieht aus wie Blut. Würde ich, ja, verteile auch den guten Rest daraus. Nicht das, was drinnen bleibt. Dankeschön. Ja, wieder gute Deutsche auch mit Zahnpasta. Warum hast du so viel Wasser da reingemacht? Wolltest du hier noch ein Kleinkind drin ertränken? Oh mein Gott, riech das mal. Das esse ich nicht. Du isst das. Das ist nicht schön. Du isst das. Probieren wir doch erstmal. Das ist ganz heiß, pass auf. Das ist eine schlechte Idee. Ich kenne meine Grenzen, okay? Nein, kennst du nicht. Beweis? Da. Nein. Ist das vielleicht ein bisschen heiß? Das ist heiß. Gammeln gibt's nicht. Wie viel ist... Oh mein Gott! Nimm mal die Möglichkeit. Wie ein wildes Tier. Ja, hol ihn, ihr Großer. Die sind stark, oder? Die knallen richtig gut. Das Wichtigste, was ich euch jetzt sagen kann. Okay. Lernt, was ordentlich ist. Hustet euch keine Paprika in die Nase. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Die Malte-Fans, die stecken sich grundsätzlich viele Sachen hin, wo sie hingehören. Esst nicht durch die Nase. Atmet nicht durch den Po. Okay, also das Zeug ist Death und ich esse davon nichts mehr und ich trinke jetzt meine Milch. Stößchen. Oh mein Gott, bist du wahnsinnig, Alter. Ist doch okay. Da steht nicht umsonst 10 plus drauf. Du brauchst jetzt hier nicht den starken markieren, nachdem du nach 2 Bonbons gekotzt hast. Oh nein! Oh nein! Also es hat überraschend viele Ähnlichkeiten mit einem Feierabenddreh. Es ändert nichts daran, dass dieses Video ist wie immer geschmacklos. Hier gibt es noch eine Reaction auf alte Werbung, die war auch lustig. Nicht ganz so scharf, aber die war schon kein Hot Smash, würde ich sagen. Smasht auf jeden Fall irgendwie die Knöpfe, ihr wisst, wie es geht. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Jonas hat eine großartige Idee.